Sony Interactive Entertainment präsentiert. Ein Spiel von Naughty Dog. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Oh Mann. Sie hat es so hingenommen. Wir sollten zurück. Das hat sie niemals geglaubt. Niemals hat sie das geglaubt. She knows. Und damit herzlich willkommen bei The Last of Us 2. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Diesmal nicht 20 Jahre später, sondern quasi druckfrisch vorreleased und ich bin immer noch so aufgeregt. Oh Gott, ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Ich weiß nicht, was die Reise bringen wird. Ich weiß nur, wie wahnsinnig krass das hier gerade alles aussieht, ne? Das ist die PlayStation 4. Holy shit. Es fängt schon so schön an.
Und ich bin gespannt, wie Joel seine... Ich weiß nicht, war es ein Fehler? Oh, sieht das aus. Heilige Scheiße. Ja, Moment, ich galoppiere gleich los. Ja, ich mache ja schon. War es ein Fehler am Ende von The Last of Us? War es ein Fehler? Da unten ist Stadt.png. Sieht trotzdem schön aus. Und die Frage ist natürlich, wie geht er jetzt mit seiner Entscheidung um? Ich meine, er hat im Grunde genommen die gesamte Menschheit weiter zu ihrer tristen Existenz hier verdonnert. Ah, komm, er glaubt nochmal los hier. So, oh, schön. Kurz die Pferde auftanken, warte mal kurz. E10. Wir sind also immer noch bei unserem Brüderchen im Wasserwerk, wenn ich das richtig sehe. Und es ist noch nicht allzu viel Zeit seit unserer Entscheidung, die keine Entscheidung war letzten Endes, seitdem die vergangen ist. Ah, gut, komm. Gate East. Und hier drin ist inzwischen eine richtig stattliche Kleinstadt gewachsen. Elektrizität, Nahrung, Sicherheit. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Unser Bruderherz hat hier richtig was rausgestemmt, ne? Was wir vorhin besprochen haben. Ja. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Savage Starlight, yeah. Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur...
Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Sie weiß es. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Mit El... Was? Achso. Was? Das war's. Naja. Gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein. Nein. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Er hat immer noch die Uhr. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Oh Gott, oh nein, oh Gott. Das ist dämlich. Ja. Träum schön. Aber die Situation ist zwischen den beiden, man merkt's halt doch. The Last of Us, Part 2. Später. Oh, Scheiße. Verdammt.
Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Ja, ja, aber erstmal gucke ich mich um. Oh, und wie das... wie das... Was? Ja gut, andere Zeiten, ne? So, wir... So müde. Ja, das kenne ich. So, wir haben einen neuen Kleiderschrank. Wir haben sogar einen CD-Player. Oder ist das ein DVD-Player mit Fernseher und eine Playstation? Eine Playstation 3? Hä, wie cool ist das? Wie cool ist denn das? Das ist eine Playstation 3. Das finde ich irgendwie super nice, dass das einfach mal... Ich meine, wie realistisch, da sind auch Spiele. Cursed Grave, wer kennt es nicht? The Tangled Flame, haben wir alle gespielt. Gun Planet, oh ja. Last Sighting, The Gita Girl, das kommt mir bekannt vor. Overland Saga, Crystallight Moon. Imperial Journey 1 bis 3, sie hat alle Teile, das ist ja nice. Nebula Sea und lalala. Okay, das finde ich sehr gut. Und es ist auch nicht das eine Spiel dabei... Oder vielleicht sind das doch, vielleicht sind das nur Filme, ich weiß nicht. Und da unten sind die Spiele, weil das sieht ehrlich gesagt eigentlich aus wie... Naja. So. Und hier ist, was liegt denn da noch? Brave Limit. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Und, oh Gott, 4 Jahre später. Und jetzt kann sich ja alles geändert haben. Das Poster von Savage Starlight hängt da immer noch. Das heißt, das hat sich noch hängen lassen. Und da noch Thoughts 20. Vielleicht sehen wir noch ein paar Sachen aus dem ersten Teil wieder, irgendwann per Bands oder Filmposter. Weil, sind wir ehrlich, viel mehr Filmposter kann es nicht mehr geben. Viel mehr Bands, auch eher schwierig, glaube ich. Astronomy, Are the Planets Inhabited? Sie interessiert sich sehr für den Weltraum. Pioneers of Science, Wissenschaft und Weltraum. Animals of the Past. Ja gut, das ist aber eine Past wahrscheinlich, das ist noch alles viel länger her. Und da liegen noch die Savage Starlight Comics, die wir im ersten Teil noch gesammelt haben. Und der kleine blaue Roboter. Oh, war das... Das war doch der, den wir den Jungen geschenkt haben, oder? Den hat sie jetzt offenbar noch. Blazing Bliss. Okay. Oh, aber sie wohnt ganz gut. Oh, ein Spiegel, den man nicht sieht. Indem man sich sieht, meine ich. So viel Luxus. Eine Badewanne auch. Sie wohnt ganz gut. Keine Waschmaschine. Ein Waschbrett. Deswegen wahrscheinlich auch keinen Bock, die Klamotten öfter zu waschen. Wer einmal seine Klamotten ohne Waschmaschine in der Badewanne oder in meinem Fall der Duschwanne gewaschen hat, der weiß, okay, da spart man gerne die Klamotten auf. So, beim Rausgehen nicht vergessen, Schlüssel und Knarre. So. Und das Büchlein nehmen wir auch mit. So. Guck mal, zu essen. Zu essen gibt's auch. Sie hatte relativ früh ihre eigene Wohnung, kann man sagen. Guck mal, da eine Kochplatte. Und dass die Sachen, dass die immer noch halten, ne? Also Seeds, steht da Seeds drauf? Warum isst sie denn Samen? Und da steht da Brains drauf? Grains, ach so. Ich vermute mal, die ziehen neue Sachen, ne? Das wird jetzt nicht irgendwie was Altes sein aus der alten Welt noch. Weil langsam sind wahrscheinlich auch die Sachen alle abgelaufen. Genauso wie sie wahrscheinlich bald... Obwohl alle Comics gelesen hat, glaube ich nicht, weil Comics wird es wahrscheinlich so viele geben. Aber ich glaube, sie wird nicht alle haben. Und dementsprechend wird sie immer wieder dieselben lesen. Wieder und wieder. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden die Zähne gesichtet. Oh ja, ihn und Tommy grün losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, haben bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Reise fertig. Oh, und es liegt Schnee. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Oh nein. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst.
Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Habe ich ja gesagt, inzwischen bauen die selber an. Mit Folie statt Glas. Für ihre... Für ihre Gärten. Ja, warte, ich komm. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sie war so süß. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung. Moin. Vielleicht drei. Ein Erwachsener, zwei Jungtiere. Sollen wir eine Patrouille schicken? Na, ein paar Bären sind bestimmt nicht schlecht. Die können uns helfen, indem sie ein paar Infizierte fressen. Bären, okay. Oder die Infizierten fressen sie. Bären. So, Mülltrennung gibt's hier auch, ganz wichtig. Bio und Restmüll. Mit Bio, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Mit Bio kann man dann, glaube ich, Dünger machen, ne? Für die Felder. Also Humus, etc. Vielleicht. Hey, also, alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Copper Peak Inn, das sind eine richtig, die haben eine richtige Stadt hier aufgezogen. Schon als er das Diner erwähnt hat. Oh, guck mal, wie die hinten spielen. Oh, mit dieser Schneeburg. Oh, der Schneemann. Ich muss da ganz kurz hin. Und der Hund. Hallo, Hundi. Hey, kleiner Mann, na? Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Ja, wer bist du denn? Bauchi kraulen, schnell. Entschuldigung, ich muss ganz kurz hier gucken. Ich würde da mitspielen. Guck mal, das glitzert, der Schnee. Da hat man mich schon. Oh, ist das cool. Hey, Ellie. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich muss mich mal kurz umgucken. Okay. Was hat das Pferd auf dem Rücken? Ah, wahrscheinlich Fleisch, ne? Ja! Oder ist der Reiter? Bin mir nicht ganz sicher. Gas for Imports. So, Fleisch, Felle ist so ein bisschen... Wir sind eine Westernstadt ein bisschen, ne? Da ist der Schmied. Wirklich, wie eine Westernstadt inzwischen. Menschheit hat sich ein bisschen zurückgesetzt, hat aber nicht aufgegeben. Hat wieder neu angefangen. Westernstadt mit Elektrizität. The Winter Dance. Where Church. Ich glaube nicht, dass die eine Druckerei... Vielleicht haben die auch eine Druckerei. Ehrlich gesagt, wenn die so Schilder haben und so neue, die haben wahrscheinlich eine Druckerei. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hin. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Oh. Oh, wei. Hey. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Oh, na schön. Seth. Seth, komm her. Oh, Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Die Eltern von Dina?
vermutlich. Und der Vater vom alten Schlag. Oh, das Eichhörnchen auf dem Dach. Einfach so ein Wenn Detail. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. 2013. Hatching Fall 2013. Ich sage, neue Filme gibt es wahrscheinlich eher nicht. Oh, das ist der Kindergarten. Daycare. Guck mal da. Oh, guck mal. So ein Würmchen. Die Treppe ist größer als du. Guck doch mal. Flomp. Oh. Und glatt ist er auch. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Und schon wieder ein Eichhörnchen. Und zum Glück muss er nicht mehr essen. Gute Zeiten jetzt, gute Zeiten. Our little daycare. So. Ali, hast du kurz Zeit für mich? Na klar. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Nein, ich wollte die Tafel hey, noch Dina, lesen. Es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och, Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit. Weil du feige bist? Feigling. Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so. Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer. Oh, Scheiße. Entdeckung. So, Knarre raus. Los. So. Treffer. Wir machen euch alle, ihr Verlierer. Nein. Oh, nice. Oh, warte, dich krieg ich, du Zwerg. Au. Wow. Ganz schön hart. Nimm das. Ich warte, ich... Okay. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Nimm das. Steck dich lieber. Gefällt dir das? Cool. Sag's nicht deiner Mom. Meine Eltern haben euch nicht lieb. Oh, verdammt. So. Voll auf den Kopf. Ja. Bumm. Frisch. Wir gewinnen. Und nochmal. Schnee. So. Boah, im Laufen. Aber echt. Komm ich hier hoch? Ich sollte in Deckung, ne? So, mehr in Deckung. Wenn das Kugeln wären, dann wären die alle schon tot. Du hast Schnee in den Haaren. Boah, wer war das? Gleich Maschinengewehr raus. Boah. Nicht viel.
Wollt ihr noch mehr? Oh! Aufi! Damit kommt ihr nicht davon! Alles klar, let's go! Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Ich dachte, wir schmeißen uns auch drauf. Wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. So. Ich glaube, da wurden gerade ein bisschen die... Huch. Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Oh, schön. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Mit der Schneeballschlacht haben wir gerade ein bisschen das Kampfsystem gelernt. Huch, morgen, hallo, grüße Sie. Boah, Käffchen, bitte Käffchen. Die geht ohne Essen und ohne Kaffee los, was ist denn da los? Hey Ladies, ich bring Sie rein. Danke. Ah, da die beiden. Die beiden Hottehüs. Na dann. Hm? Alles gut? Hallo, mein Freund. Ah, das Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Gleich geht's wieder raus. Oh, Schimmer. Schön bist du. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Schnalzen. Dina Schnalzen. Ist ihr Nachname. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Warum heißen die nur Mann und Frau? Mal los, hier lang.
Also wir spielen jetzt einen Charakter, der einfach nur Frau heißt und da drüben ist Mann. Vielleicht die Nachnamen. Es ist kalt. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Na dann. Oh, durchgebrochen. Das ist aber nicht so gut. Ich ahne übrigens, warum wir zwei Namenlose spielen. Ich habe das Gefühl, sie werden gleich Futter. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Nannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Ist das nicht gefährlich, alleine loszuziehen? Spielt nicht den Helden? Und warum geht seine Spur hier außen rum? Und jetzt geht er hier oben lang. Was ist da los? Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Vorsicht beim Springen. Manchmal gehe ich übrigens statt zu rennen, weil ich ein bisschen so die Landschaft wirken lassen will und alles, ne? Nicht wundern deswegen. Aber ich glaube. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Oh Gott. Boah, vorsichtig, Mädchen. Boah, ja, ja, ja. Sieh mich an. Eddie. Nicht runtersehen. Owen. Müssen wir hier lang zurück? Abby und Owen. Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby. Hör auf zu flirten. Dankeschön. Aber wo gehen wir hin, um Gottes Willen? Zur romantischen Aussicht. Ist es das? Wir sind da. Verdammte Stadt. Ach, das ist gar nicht ist nicht unsere Stadt. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hast du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay.
Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Aber worum geht's denn da bloß? Leck mich. Das ist keine so gute Idee. Spielt nicht den Helden, hieß es. Abby, du reitest dich ein bisschen in die Scheiße. Ja, ich sag's ja nur, Abby. Ich sag's ja nur. Das ist keine so gute Idee. Und du kennst dich hier auch kein bisschen aus. Vor allen Dingen, wenn hier eine Stadt ist, die haben sich gegenseitig noch nie gesehen. Oh, da geht's wohl nicht runter. Die haben sich gegenseitig noch nie gesehen. Keiner. Ich meine, die patrouillieren noch ständig alles. Und die haben sich nie gesehen? Und das ist schlimm, weil die beiden sind doch zusammen, oder? Ist sie vielleicht doch verliebt? Oh. Lebt er noch? Lebst du noch? Können die erfrieren? Ich habe das Gefühl, dass gleich alle wieder auferstehen hier. Vielleicht sind es ja gar keine Infizierten oder vielleicht packt uns gleich einer am Bein. Oh, einer wird es am Bein packen. Sie wird es am Bein packen. Doch nicht. Okay. Na los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie wird uns packen. Sie hat uns nicht gepackt. Oh Gott, das sah ja furchtbar aus. Hab ich doch gesagt! Hab ich doch gesagt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, ich bin noch ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Oh, offenbar weich nicht gut genug aus. An das Ausweichen muss ich mich gewöhnen. Fuck. Erstmal direkt in die Fresse gekriegt. Oh, was?
Das war nicht gut, allein hierher zu kommen. Das war keine so gute Idee. Meine Schulter. Scheiße. Oh, das mit dem Ausweichen hat mich hart getroffen. Das ist neu. Ein schöner Ball. Medikit ausrüsten. Zum Glück haben wir eins dabei. So. Ich bandagiere mal meine Jacke, das reicht schon. Zum Glück haben die uns nicht gebissen. Von hier aus sehe ich nichts. Hey, ja, jetzt schauen wir uns erstmal um. Ganz ehrlich, brauchen wir ein Medikit oder reichen nicht einfach irgendwie alte Klamotten, die wir uns um den Arm binden? Dann hätten wir hier ganz viel Medikit. So, das nächste Mal vielleicht die Waffe ausrüsten. Aber ich wollte jetzt gerade Nahkampf üben. Und generell, wie immer, werde ich natürlich ein bisschen an Munition sparen. Wie komme ich jetzt heraus? Ja, warte, erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier wird nicht mehr viel sein, aber vielleicht gibt es ja wieder Schlüsselanhänger der Fireflies. Statt ordentliche Sachen. Ah, okay, hier gibt es nichts. Dann bauen wir mal. Ganz wieder eine Idee, Abby. Hab grad jemanden gehört. Die können auch gut kriechen. Schon auch gleich hops genommen, oder? Geht's hier noch? Können wir hier noch rein und was? Vielleicht was mitnehmen? Wie immer alles absuchen, ne? Also, Ressourcen sind rar. Guck mal, hier neues Medikit. Na, Gott sei Dank. Und hier neue Klamotten, wenn wir das wollen. Hier ist noch Munition. Eine Kugel. Eine ganz kleine Kugel. Eine winzige kleine Kugel. Okay. Hier ist nix. September 2013. Und ich frage mich, wird hier natürlich die Mode fortgesetzt? Der Treppen nach oben. Ah, natürlich wird die fortgesetzt. Treppen nach oben sind immer zu verbarrikadieren. Warum auch immer. Keiner weiß genau. So. Hier könnten immer noch welche sein, ne? Hier sind immer noch Häuser. Okay. Es kann nicht mehr weit sein. So. Der Grill sieht fast neuwertig aus. Komme ich ja nicht durch? Geduckt, um sie zu packen. Schlaf jetzt, schlaf. Sie hat ein Kügelchen dabei. Das ist der Traum. Sie hat Kugeln dabei. So, hier eine schöne CD kann man mitnehmen. Bücher, würde ich ehrlich gesagt, also natürlich nicht jetzt, aber ne, wenn die Vorhut durch ist, ganz ehrlich, hier sind auch noch Häuser, die wurden auch noch nicht durchsucht in den 4 Jahren, das ist ganz merkwürdig, aber das hinterfragen wir mal gar nicht, hier ist noch ein fetter Fernseher. Normalerweise würde ich das ganze Haus für die Stadt weglooten. Auch Bücher, alles was es hier gibt. Selbst die Toiletten. Alles, alles.
Nicht, jetzt nicht. Jetzt ist nicht die Zeit. Der hat mich fast gesehen. Eine Sache fehlt mir immer noch, die hat mir im ersten Teil... ja, Kugel! Die hat mir im ersten Teil schon gefehlt, die fehlt mir ja auch noch ein bisschen. Ich würde Gegner gerne, wenn man die grabbt und ja quasi erwürgt von hinten, dass man die wegziehen kann auch. Ne, vom Tatort quasi oder ein bisschen hinter eine Wand ziehen kann, so ein bisschen, dass man sich in Sicherheit bringt beim Erwürgen. Dass man den Gegner mit sich schleift und den vielleicht auch so ein bisschen außer sich zerrt. Okay, warte, hier ist noch was. So, Nahrung, lecker. Hier. Da ist so ein Kügelchen. Wunderbar. Ich glaube, jetzt werden wir noch verwöhnt mit Kugeln und später. Lauf. Sobald wir einen Schuss abgeben, haben wir alle am Hals. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger. So, warte. Uah. Die Waldfee. Ich glaube, der hat Kugeln dabei, ne? Ja. So. Sind das nur noch zwei? Komm schon, komm schon, komm schon. Geh ein bisschen woanders hin. Diesmal ist man ein bisschen großzügiger mit der Wartezeit, bis sie angreifen. Gott sei Dank. So. Okay. Das war der Kollege. Jetzt kommt der Kollege. Der wird aber sich wahrscheinlich gleich umdrehen. Ja, komm, wir warten mal. Der wird sich gleich umdrehen. Der wirkt ein bisschen besoffen. Dann war es das aber auch. Schön sneaky, schön durchgesneakt. Die Latschen sind aber auch unberechenbarer, ne? Die wanken erst in die eine Gegend, dann in die andere, dann wieder in die eine. Warte, warte, ich warte nochmal kurz. Habe ich mir gedacht, hätte man nicht geschafft. Hallo, mein Freund. Jetzt ist erstmal Schlafenszeit. Schlaf! Mit deinen schönen Haaren! Du hast so schöne Haare! Die haben alle sehr schöne Haare. So, okay. Ich hoffe auch. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, hier hätten wir auch rumgekonnt. Ja, Moment, jetzt warte doch mal. Da, wo die Autos stehen. Hast du was dabei? Hast du nicht. Er hat auch nichts dabei, ne? Ne, ich wollte nur sicher gehen. So.
So, warte. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich drücke mal L1 statt R1. Okay. Ja, das wird... Ach, da kann ich nicht durch. Klar. Das Wetter wird schlechter. Oh Gott, wird das Wetter schlechter. Menschenspuren. Oh, Pferdespuren. Wo ist die Patrouille? It's all-